welcome to the fire. Hi Freunde, herzlich willkommen zum In-N-Outside-EU-Podcast, das ist Folge Nummer 23 und ich bin wie immer Horst Jassi und bei mir ist wieder die Froni. Wenn ihr sie noch nicht kennt, dann hört es euch Folge Nummer, könnte es 17 gewesen sein, nochmal an, aber ich gehe mal sowieso davon aus, dass ihr die Froni alle schon sehr oft gesehen habt und ihre Stunden genossen habt und so weiter. Genau, wir haben uns heute zusammengesetzt und quatschen einfach mal ein bisschen übers Rumpf. Training, beziehungsweise wollten einfach auch mal so dieses Konzept ansprechen, was wir eigentlich beim Training immer verfolgen, und das ist, dass man, ja, wenn es geht, alle Winkel positiv aufeinander stapelt. Also wir haben es ja schon mal ein bisschen auch, glaube ich, in unserem Podcast damals angesprochen, wie du halt auch trainierst und ja, dass das halt einfach gerade so in Bezug auf Gesundheit wichtig ist, dass man so trainiert, dass, sage ich jetzt mal, alles im Körper so seinen Job macht. Und da haben wir gedacht, quatschen wir heute noch ein bisschen drüber, gell? Ja, voll gut, freue ich mich. Du hast ja jetzt, sage ich mal, in den letzten Jahren viel so drüber gebüffelt, wie der Körper so funktioniert. Oh ja. Vielleicht kannst du ja noch mal kurz erklären, wie wichtig ist jetzt so, oder einfach mal so über das Konzept, wie alles mal im Körper so zusammenhängt, vielleicht dazu noch mal ein bisschen was sagen. Ja, also ich habe ja, oder ich bin ja in Ausbildung der Osteopathie und in der wird die Philosophie verfolgt, dass der Körper ein ganzheitliches System ist und wir mit diesem einen Körper uns bewegen und leben können. Und dementsprechend sollten die Regionen halt auch nicht einzeln und separat betrachtet werden, sondern eigentlich sollte alles miteinander verknüpft werden. Ob das jetzt die Themen der Gelenke sind. Wenn wir ein Problem im Knie haben, dann muss das nicht unbedingt auch die Ursache sein, sondern es kann einfach auch von einer Schiefstellung in der Schulter kommen und dadurch wird das ganze System auch schiefgestellt. Kann aber auch aus anderen Systemen kommen. Also wenn wir ein Problem in einem Gelenk haben, könnte das auch eine Ursache im organischen Bereich haben, zum Beispiel, weil wir gerade mit dem Essen Probleme haben, keine vernünftige Ernährung für uns gefunden haben und dann hat zum Beispiel die Leber immer Stress oder die Darmtätigkeit funktioniert nicht so, wie sie sollte. Oder du hast zu wenig Wasser im System, könnte auch ein Problem sein. Genau, ja. Genau. Oder es ist der Zusammenhang mit dem Nervensystem zu sehen, also auch die Neurologie spielt da eine wichtige Rolle. Das Gehirn in Verbindung mit dem Rückenmark, in Verbindung mit dem Sacrum, also dem Kreuzbein, auch sehr wichtiges Feld, wenn wir neurologisch, sagen wir mal, gestresst sind oder ein Problem haben, dann kann sich das natürlich auch auf die Positionen unseres Körpers auswirken. Und deswegen ist es so wichtig, im Endeffekt den Körper als ganzheitliches System zu sehen und auch ganzheitlich mit ihm zu arbeiten und nicht nur Symptomen spezifisch die Probleme versuchen zu beheben. Es kann mal helfen, aber ich denke mal, langfristig wird's nicht funktionieren, ja, allein dadurch die Ursache zu beheben. Mir sind da jetzt auch noch zwei Sachen eingefallen. Zum einen, wenn man jetzt da vielleicht mal ein Beispiel nennen würde, ich kenne es jetzt von mir, sage ich mal, wenn ich vielleicht ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen schlecht trainiert habe, aber halt vielleicht so trainiert habe, dass manchmal so Muskelgruppen kompensiert haben, die dann vielleicht mehr ihren Job machen mussten als vorher. Also zum Beispiel, du hast jetzt irgendwie eine Bewegung und sagen wir mal, jetzt ist jetzt nur wirklich ein blödes Beispiel, weil man es irgendwie vereinfachen muss, sind jetzt drei Muskeln dabei und der eine macht 60%, der nächste macht irgendwie nochmal 20% und der dritte macht irgendwie so einen Rest. Und wenn jetzt aber irgendwer von den Muskelgruppen halt mehr machen muss als die Prozentzahl, die ihm quasi normalerweise zusteht, dann kriegt er halt irgendwann mal auf gut Deutsch so einen Vogel. Und ich kenne es zum Beispiel bei mir, wenn jetzt der Nacken zu sehr dicht ist, dann habe ich auch nicht nur dann Bewegungsproblem als solches, sondern es ist ja auch dann letzten Endes ein Wohlbefinden. Es würde dann sogar irgendwann so weit gehen, dass ich einfach vielleicht sogar schlechte Laune habe oder im schlimmsten Fall Kopfweh kriege und so weiter. Also das ist, glaube ich, vielleicht ein gutes Beispiel daran, was du gerade versucht hast, so zu erklären. Richtig. Gerade im Nackenbereich haben wir sehr viele
Nervenstrukturen, die da durchlaufen, ob das jetzt der Nervus accessorius ist oder der Nervus vagus, die sind sehr, sehr wichtige Nervenanlagen für uns. Der Vagus ist ja parasympathisch. Erklär mal den Zuhörern, weil das weiß keiner, wo das ist ungefähr. Also die laufen so in ganz grob in der Gegend hier so im vorderen Nackenbereich. Und der Sternocleidomastoideus ist so dieser typische Muskelstrang, der vom im Endeffekt so hinterm Ohr startet und dann bis vor zum Schlüsselbein zieht. Den kennt man eigentlich so, wenn man den Hals verdreht. Dann kommt der immer recht markant raus und der macht sehr oft sehr dicht. Zusammen mit dem Trapezius zum Beispiel, also der obere Teil vom Trapezius oder die Scaleni, das sind die dann, die ihr hier vorne fächern, also im vorderen Bereich. Das ist so ekelhaft, wenn man die aufgemacht kriegt. Ja, das ist sehr schmerzhaft. Und wie gesagt, da laufen genau in diesen Bahnen laufen Nerven. Und wenn die einen Stress bekommen aufgrund von einer Hypertrophie oder einer überhöhten Spannung im Muskel, dann sind die natürlich auch gestresst. Ja, die liegen alle direkt nebeneinander. Das ist eigentlich unumgänglich, dass die dann nicht das total kalt lässt sozusagen. Mhm. Und deswegen kann es dann auch sein, dass es sich aufs Gemüt eben zum Beispiel umschlägt. Also der Vagus ist eben zum Beispiel parasympathisch, also für alles, was so Rest and Digest mäßig funktioniert. Also runterfahren, chillen. Genau, runterfahren, verdauen, entspannen, alles so im Körper mal aufräumen. Und der Gegenspieler, ja, der Sympathikus, ist ja eher so der Stressnerv. Und wenn wir sozusagen ein Problem haben, runterfahren zu können, sind wir eigentlich permanent im Stressmodus und das schlägt sich dann vielleicht auch genau, einfach auf die Laune um. Genau, das haben wir in den anderen Podcasts auch schon angesprochen. Diese Fähigkeit zwischen beidem, je nach Situation umschwenken zu können, ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich ist es auch wichtig, beides, ich sage jetzt mal, an beiden Enden der Skala auch der zu fördern und einfach auch zu leben. Weil wenn du immer nur auf einem Ende halt lebst, hast du halt ein Problem. Ich finde, da kann man jetzt auch ganz gut anknüpfen, was du gerade gesagt hast. Also jetzt an dem Beispiel, alles läuft ja dann oder beziehungsweise sitzt der aufeinander. Also wenn du jetzt eine Schulter nimmst, sitzt auf dem Brustkorb, die steht wiederum auf einer Hüfte, die steht auf einem Fuß und so weiter und so fort. Und wir wollten ja über das Rumpftraining jetzt heute mal sprechen. Und ich denke, da können wir jetzt eigentlich auch nochmal eine gute Verbindung schaffen, nämlich dann ist natürlich diese ganzen Faktoren, die du jetzt zum Beispiel angesprochen hast, immer, sage ich mal, wichtig dabei die Atmung, die Rippen und einfach dadurch eben, was wir als Rumpftraining betrachten, dieses Positionen aufeinanderstellen, halt zu beachten. Also ich glaube, ist jetzt schon mal klar, warum wir das Ganze machen. Und jetzt müssen wir uns ja überlegen, wie machen wir das am schlauesten. Und da würde ich sagen, setzen wir doch jetzt einfach mal an, wie so ein Rumpf, ja, was für eine Rolle hat der? Ja, genau. Also wenn wir jetzt den eben in Zusammenhang bringen mit diesem ganzheitlichen Gedanken, dann finde ich, zeigt sich das als sehr logisch. Der Rumpf ist so die Mitte von unserem Körper und verbindet alle Gliedmaßen miteinander, den Kopf mit den, im Endeffekt dann den Füßen und so weiter. Und der ist sozusagen unser Fundament, wenn man es so sagen möchte, auch wenn wir auf den Füßen meistens stehen. Aber die könnten eigentlich, also auf denen könnten wir eigentlich nicht stehen, wenn wir im Rumpf nach vorne oder nach hinten oder nach rechts oder nach links zusammenklappen würden. Genau. Also du hast ja, je mehr du nach außen, sage ich mal, gehst im Körper, desto mehr Bewegung hast du. Du kannst ein Handgelenk oder die Finger viel schneller bewegen als eine Schulter, viel mehr bewegen als logischerweise dann den Rumpf. Ja. Ich glaube, das ist self-explanatory. Ja. Der Rumpf, kann man sich so vorstellen, stellt sich zusammen aus, jetzt ganz banal gesagt, zwei Platten von Muskulatur. Einmal die vordere Muskelkette und einmal die hintere. Also sind wir im Bauchmuskelbereich, im vorderen Bereich. Die zieht sich jetzt so ganz grob mal so, sagen wir mal, ab Schlüsselbein, würde ich behaupten. Da kann man eigentlich schon auch so vom Rumpf sprechen, weil dann haben wir zwar den Pectoralis, also die Brustmuskulatur, aber das geht ja dann ineinander über in die Bauchdecke. Und dann bis runter eigentlich zum Schambein
Und auf der Rückseite haben wir natürlich die Rückenmuskulatur. Das ist der obere Rücken mit dem Trapezius. Dann haben wir die Teres, dann haben wir die Rhomboideen. Dann kommt darunter natürlich der ganz große Lat, Latissimus dorsi. Und der Erector Spine, der entlang der Wirbelsäule geht, der Quadratus Lumborum, also viele, viele, viele Muskelstränge, die die hintere Platte ausmachen. Und die beiden kann man sich vorstellen, wie so, ich stelle es mir immer wie ein Zylinder vor, zwei Seiten eines Zylinders, oder ich stelle mir eigentlich den ganzen Rumpf dreidimensional vor. Zylinder vor, genau, weil ich habe ja auch die Verbindung in der Seite, in den Flanken. Und das sind dann eben die schrägen Bauchmuskeln bzw. Rückenmuskeln. Das geht dann auch eigentlich ineinander über und die verzahnen sich. Und so kann man sich es vorstellen, vielleicht wie so ein leicht abgeflachter Zylinder, so im Oval genau. sozusagen. Ich finde, das ist zum Beispiel ein total wichtiges Konzept, dass du halt diese Dreidimensionalität dir wirklich vor Augen führst, weil das ist halt ein Fehler, das kommen wir auch nachher nochmal drauf, was die Leute im Training halt am meisten machen. Und ja gut, jetzt müssen wir darüber sprechen, der Zylinder ist jetzt drumherum, haben wir den jetzt fertig besprochen, aber jetzt hast du ja quasi noch von oben einen Deckel, das Zwerchfell, und von unten einen Deckel, den Beckenboden. Und genau. sozusagen, da können wir uns dann eigentlich jetzt wie so ein kleines Kissen, würde ich jetzt mal sagen, vorstellen, oder? Genau, eigentlich, also wie so ein Kissen oder wie zwei so Kuppeln, die so eine Muskelplatte, Muskelsehnenplatte ergibt und die umspannt dann sozusagen die, die Zylinderfläche, Mantelfläche, wie man sie dann nennt, außenrum für Rücken- und Bauchmuskulatur. Oben eben das Zwerchfell, was natürlich sehr in Verbindung mit der Atmung steht, Atemhilfsmuskel, der größte überhaupt. Und das Becken wird unten vom Beckenboden ausgekleidet, die Kuppel, die dann nach unten geht. Ja, und jetzt ist noch wichtig, also vielleicht hört ihr euch dann die Folge mit dem Flo zum Thema Atmung nochmal an, weil das ist ja im Prinzip dann die Basis für alles. Und glaube, jetzt zu dem Thema ist jetzt noch wichtig zu sagen, dass die Rippen sich bewegen müssen und beziehungsweise, dass wenn du jetzt trainierst oder lebst oder was auch immer du machst, dass du einfach deinem Rumpf auch die Chance gibst, dass jetzt alle Teile, so wie die Froni es jetzt gerade gesagt hat, ihren Job machen können und auch, dass wenn du atmest, du die Fähigkeit hast, sage ich mal, Platz an Ecken zu schaffen oder eben auch vielleicht mal nicht. Also je nachdem, also, wie soll ich sagen, es soll jetzt einfach... Wenn du gewisse Teile hast, wo du nicht reinatmen kannst oder die nicht bewegen kannst, dann hast du halt ein Problem, weil wieder irgendwas anderes den Job machen muss. Vielleicht gehen wir mal drauf ein, wie kriege ich denn jetzt so meinen Rumpf im Training so hin, dass das alles funktioniert? Also ich würde jetzt mal sagen, dass man die Winkel so aufeinander stellt, dass nichts jetzt so schepp steht, dass man einfach diese Balance nicht mehr halten kann. Ja, ich würde sagen, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, um den Rumpf zu trainieren. Die Tiefenmuskulatur, die sehr nah sich an der Wirbelsäule befindet oder sehr weit im Inneren sozusagen vom der Körpermitte gesehen, die trainiert man hauptsächlich mit statischen Techniken und mit Kompression. Und Kompression ist dann wieder in Verbindung mit Atmung. Also wenn ich sozusagen versuche, die Zylinderkuppeln oben und unten, also eben Zwerchfell und Beckenboden, möglichst genau übereinander zu stellen und keinen Spielraum nach vorne oder nach hinten aufzumachen, dann bin ich in einem kompressiven Training drin. Und das bekomme ich eigentlich durch statische Techniken, bei denen ich die beiden sozusagen komprimieren möchte. Also Zwerchfell und Beckenboden aneinander annähern möchte. Ja, vielleicht geben wir da einfach jetzt mal ein sehr einfaches Beispiel dafür. Ich würde jetzt mal, ein Beispiel, was ich oft in meinen Stunden halt habe, ist jetzt die obere Push-Up-Position. Das finde ich immer total interessant, weil wenn du dich jetzt in eine Push-Up-Position, das kannst du selber auch mal ausprobieren, kannst du sogar auch eigentlich in eine Elbow-Plank auch probieren, dann hast du es vielleicht am Anfang sogar ein bisschen leichter. Und dann sich wirklich da mal hinstellen, wie ein Brett erstmal,
und dann wirklich mit der Hüfte lernen zu spielen. Also die Schulter ist ja jetzt schon mal eigentlich ganz gut fix, weil du ja die Ellbogen auf dem Boden hast. Und wenn du jetzt einen maximalen Entenarsch in der Position machst und dann mit dem Becken so spielst, dass du im Prinzip so aussiehst, wie der Hund, der einen Schwanz einzieht, dann spürst du regelrecht, wenn du diese Entenarschposition hast, wie du einfach einen komplett anderen Winkel im ganzen Körper hast, nicht mehr sauber atmen kannst und und dann halt auch vermehrten Druck von oben natürlich auf die Schulter merkst. Ja. Und wenn ja. du das Ganze jetzt in eine saubere Position bringst oder, sage ich mal, für diese Übung eine bessere Position, dann kannst du so eine Plank deutlich besser halten. Und das hat natürlich dann den Übertrag, wenn du dann einen richtigen Push-Up machst, dann hast du eben auch die Möglichkeit, dass du runterkommst, in eine gute Körperspannung reinkommst und dann fühlt sich fast schon so an, als könntest du den Push-Up ein bisschen hochatmen, weil du eben dieses Kissen schön nutzen kannst, kommst gut runter, hast nicht das Gefühl, dass du irgendwo durchfällst und kannst dich eigentlich wunderschön wieder rausschieben. Und wenn man einen Push-Up kann und den so macht und dann mal einen macht, wie wenn man einfach diese Sachen nicht beachtet, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, also total. Das ist jetzt, finde ich mal, ja, vielleicht ist es ein Beispiel, wo man sich mal veranschaulichen kann, wie man sich dann auch das Training dadurch deutlich effektiver gestalten kann und eben auch dann in der Lage ist, damit besseres, also wenn jetzt auch das Ziel von einem ist, dass man gewisse Dinge machen kann, sei es ein Handstand halten, sei es ein Power Clean oder ein Snatch oder ähnliches, das sind einfach dann Dinge, ja, ich sage jetzt mal, du kannst da viel trainieren, kannst jetzt viel auf deine Schulterposition zum Beispiel achten, kannst du viel beim Push-Up dran üben, wenn dein Becken falsch steht, dann wirst du es nicht schaffen. Also nicht so schaffen, richtig, weil die Kontrolle einfach nicht da ist. Ja, das Kissen, wie du das gerade angesprochen hast, ist ein sehr wichtiges Bild für uns. Wie ich es auch gerade eben versucht habe, schon zu erklären, wenn das Zwerchfell und der Beckenboden genau übereinander stehen, dann kriegt man diese Kompression wirklich vernünftig hin und man kann die beiden annähern. Und das Kissen ist mit Luft gefüllt und wie so ein Luftpolster treibt und kann uns das dann beim Liegestütz zum Beispiel nach oben wieder treiben. Und es fühlt sich deutlich leichter an, als wenn wir einfach alles aus dem Arm schieben müssen und die Winkel nicht stimmen, so wie du gesagt hast. Sobald wir die Position im Becken, meistens ist es das Becken, manchmal steht auch die Schulter schlecht, aber meistens ist die Beckenposition dann die Ursache, wenn die zu sehr eben in die Vorrichtung kommt oder nach hinten gerichtet ist, eben der Entenarsch oder der gepeitschte Hund, dann kann man sich das Kissen vorstellen, als würde es nach hinten aufmachen und die ganze Luft rauskippen oder eben nach vorne. Und dann kriegt man keinen vernünftigen Druck aufgebaut. Ja, so. Das ist jetzt zum Beispiel auch wichtig, wenn du jetzt Ziele hast, einen schweren Deadlift oder einen Backsquat oder sowas. Das sind dann so Klassiker. Ja? Wenn du das Gefühl hast, du kannst reinlaufen, kannst eben diese gesteckte Position halten, dann lässt dich so ein Gewicht super viel leichter bewegen, als wenn du da einfach reingehst und ja, die Winkelscheps stehen. Das Gleiche auch, der Michi sagt das oft beim Power Clean oder beim Snatch, wir haben das immer Fred genannt. Der hat dann immer, und die Geschichte ist so, der Michi hat eine Kettlebell auf den Boden gestellt, hatte dann einen Luftballon dran gehängt und wir haben uns dann immer hingestellt mit der Langhantel, sodass die Langhantel die Schnur vom Luftballon berührt hat. Und den Luftballon haben wir Fred genannt, deswegen ist es quasi unser Fred-Technik, deswegen hieß die so. Und er hat immer gesagt, bleib vorne am Fred. Also wir haben dann so geliftet, dass die Langhantel sozusagen an dem Schnürchen entlang geschraubt ist. Und das war super, weil was haben wir da letzten Endes gemacht? Genau diese Position gehalten, alle Winkel schön aufeinander gestapelt, die unnötige horizontale Komponente in der Bewegung versucht, soweit es geht, halt zu minimieren. Ja, und da kommt eine solidere, gesündere, angenehmere Bewegung bei raus und die nebenbei dich auch noch mehr Gewicht bewegen lässt. Dann Muscle-Up genau das Gleiche. Wenn du da zu viel horizontal irgendwo wegziehst, weil du die Spannung verlierst oder die Beckenposition verlierst, damit verlierst du Schulterposition, damit kommst du nicht mehr nach vorne. Also dieses Prinzip ist immer das Gleiche, egal wo du hinschaust. Ja, ja, richtig. Ich verwende das Prinzip ja gerade sehr viel auch im Laufen. Ich trainiere ja jetzt langsam mich Richtung Marathon. Und da ist dann natürlich nochmal die Komponente der Atmung eine andere. Da kann ich nicht permanent komprimieren, weil dann würde ich blau werden. Genau, Thema Flow haben wir auch schon gehabt. Ja. Aber
so wie du sagst, ich muss mir permanent, muss ich mich daran erinnern, dass mein Becken unter die Schulter kommt und nicht nach hinten sozusagen sich wegkippen lässt, weil sonst, also so laufe ich total aufrecht, total gut. Ich habe dann keine Probleme mit meinem Knie, mit dem Sprunggelenk, nichts. Weil alles, alles fein macht und der untere Rücken nicht genau viel mehr Last hat, ja. Genau, weil alles sich bewegen kann, so wie es auch soll, wie ja, die Aufgabe eigentlich ist. Und das funktioniert richtig gut, wenn man es verstanden hat, wie sich es auch anfühlen soll. Wenn man im Endeffekt immer so den Rumpf wieder sich als Zylinder vorstellt und dann auch wieder in das Gefühl reinkommt. Beim Tai Chi haben die immer das gleiche Prinzip, sogenannt, das heißt Kreise schließen bei denen. Mhm. Also die haben halt dann Kreise in jeglichen Ebenen und die müssen immer rund sein. Also auch da wieder alle Winkel so aufeinander, dass das ganze System stabil ist. Ich meine, letzten Endes im Reitsport ist auch so, da hast du halt ein Pferd, was sich bewegt, ein Reiter obendrauf und musst auch alle Schwerpunkte managen, sage ich mal. Und das ist einfach wirklich ein Konzept, wenn du das suchst, dann findest du das eigentlich überall, weil es einfach halt funktioniert. Ja. Total. Ich finde, wir könnten auch noch ein bisschen CrossFit dissen, weil ein Faktor, der kommt da, finde ich, teilweise ein bisschen zu kurz. Also wir haben ja im CrossFit viel so Odd-Object-Carries, also dass nicht immer nur alles sowas wie eine Bewegung ist, wie ein Deadlift oder ein Squat oder ähnliches, wo du einfach nur dich in einer Ebene bewegst. Klar gibt es im CrossFit auch dieses, wir klettern mal ein Seil oder wir tragen mal was mit einer Hand und nicht nur in zwei und sowas. Aber was tatsächlich, finde ich, ein bisschen kurz kommt, ist Rotation. Und das ist auch, finde ich, was wir vielleicht noch ansprechen könnten im Rumpftraining. Warum es so wichtig ist, ja, ich meine, gut, warum ist es so wichtig? Weil wir uns allen einfach dreidimensional im Raum bewegen und nicht wie Lego-Männchen, ja. Aber vielleicht kannst du da nochmal so deine Meinung dazu sagen. Ja, die Rotation ist natürlich jetzt gerade im Rumpftraining oder das bedingt ja dann dadurch das Rumpftraining so wichtig, damit wir eben genau die Verbindung zwischen Rücken und Bauch bekommen, aber auch die Verbindung der einzelnen Bauchstrukturen zueinander, dass die auch nicht nur isoliert arbeiten, wie jetzt zum Beispiel, blöd gesagt, in Mini-Crunches oder in Sit-Ups. Da haben wir halt einfach doch sehr isoliert die geraden Bauchmuskeln und wieder andere Übungen, wo wir sehr isoliert nur den Rückenstrecker trainieren. Und damit das alles sozusagen auch sich verbinden kann, damit es ein dreidimensionaler Zylinder überhaupt wird, dafür braucht es dringend Rotation. Und das ist, da hast du völlig recht. Da gibt es nicht viel, was man so macht. Also man muss es halt machen. Es ist jetzt nicht unbedingt in einem klassischen Workout so viel drin, sage ich mal. Aber ja, es ist natürlich was erfolgreiche Athleten trotzdem machen. Ja, dass sie da ihre, in Anführungsstrichen, muss dem Kind ja einen Namen geben, Accessory Work oder so. Aber ja, einfach auch mal was mit einer Hand machen. Einmal ja, überhaupt irgendwas, was mal rotiert, was locker ist, einfach wo du dich nicht bewegst, wie jemand, der einfach nur irgendeine Übung macht, sondern wo du dich halt einfach, ja, weil frei atmen, frei bewegen kannst. Ja, dann man könnte ja auch, also gerade bei CrossFit-Wettkämpfen mit GHD-Sit-Ups, dann macht man sie halt mal nicht gerade. Dann zieht man halt einfach mal in die Schräge raus. Das wäre fordernd, aber das wäre da eigentlich schon mal ein ganz guter Schritt in die Richtung. Ja, gut, jetzt sage ich mal für einen Otto-Normalverbraucher viel zu krass. Da könnte man irgendwie, mal so grundsätzlich kannst du mal eine Landmine nehmen. Das ist so, unten, diesen habt ihr bestimmt schon gesehen bei uns in der Box, so ein kleiner Stulpen und da kannst du die Langhantel reintun und dann kannst du die quasi so packen und kannst dann alles mögliche an Rotation zum Beispiel auch trainieren. Das wäre eine ganz gute Alternative. Ja, was haben wir noch? Fällt uns noch ein zu dem Thema? Ja, der Rumpf für was? Ah, Beckenboden. Könnte man ihn noch brauchen. Aber das ist ein einzelner Podcast wert. Definitiv. Oh, das glaube ich auch. Weil ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo sich die wenigsten Leute so mit beschäftigen, wie man eigentlich sollte. Und gerade einfach auch aus den Atmungsgründen und Schnickschnack einfach auch noch super wichtig. Aber da glaube ich, machen wir mal noch eine extra Folge dazu, weil das sprengt so ein bisschen den Rahmen. Wie schaut in den nächsten Wochen so aus? Bei mir, jetzt geht es dann erstmal in Urlaub. Hä? Geil, wo geht's hin? Nach Griechenland, auf ein Beachvolleyballcamp. Schön. Viel Sport, viel Sand und... Ah, schau, da haben wir es doch schon.
Spielsportarten. Hast auch mal Rotation. Das ist eine gute Alternative. Das Regularly stimmt. learn and play new sports, ja. Das stimmt. Das merke ich auch. Also beim Beachvolleyball-Spielen, da tut mir mein Rumpftraining auch total gut, weil sonst ist es natürlich schon auch sehr ja, einseitig lastig, wenn man doch immer mit demselben Bein abspringt, mit demselben Arm schlägt. Und wenn man seine Körpermitte dann stark behält, dann tut es dem Körper nichts ab. Wenn die Körpermitte aber zu schwach ist, dann kann halt der Körper dann auch wieder in unphysiologische Positionen ausweichen. Das ist mir schon jetzt öfters bewusst geworden, ja. Da fällt mir auch dazu ein, wenn man das so betrachtet, dann ist eigentlich jede Übung oder alles, was du machst, eine Form von Rumpftraining. Und ich denke, so muss man es dann auch wirklich betrachten. Also nicht isoliert sich immer nur diese Gedanken machen, sondern halt wirklich immer, ja, das haben wir am Anfang eigentlich auch schon angesprochen, alles so als gesamtheitliches Ding betrachten, gell? Ja, das stimmt. Das stimmt. Ganz wichtig. Also man hat immer den Rumpf irgendwie dabei. Wie gesagt, sonst könnten wir nicht stehen Sonst und wäre ein nicht Unfall, gehen. ja. Und aber genauso muss man damit auch umgehen, dass wir da eigentlich dem Ganzen ein bisschen mehr Wertschätzung geben, weil wir sonst nicht funktionieren würden und unseren Alltag ja gar nicht schaffen könnten. Also es schadet nicht, sich da mal damit zu beschäftigen und das auch für, ob das jetzt für den Alltag ist oder für seinen sportlichen Werdegang, ist immer ein Fundament, eine Rumpftätigkeit zu haben und den stabil zu halten. Und ich würde sogar jetzt noch so weit gehen, dass wenn du jetzt dich um dein Rumpftraining kümmerst, darfst auch nicht vergessen, dir auch wirklich, also die anderen Faktoren haben wir ja auch schon angesprochen, aber jetzt genau explizit nochmal Thema Atmung in Check haben, sich darum kümmern und Thema diese ja, anderen Säulen, sage ich mal, Schlaf, Ernährung, Stressmanagement etc., was wir auch in den letzten Folgen noch besprochen haben. Weil wenn du schon mal diese Grundbausteine hast, dann lässt sich's ja auch viel besser damit klarkommen. Ich sage jetzt mal nur als Beispiel, wenn du jetzt die ganze Zeit durch den Mund hechelst und nicht in der Lage bist, durch die Nase zu atmen oder die ganze Zeit ein eingeatmetes Muster hast und die ganze Zeit so durch die Gegend läufst, dann wird es halt auch schwierig, den Rumpf zu trainieren. Das ist auch nochmal sowas, das siehst du ganz oft so, wird oft angesprochen, wenn ich eine Stunde halte und die Leute wollen sowas wie ein, sage ich mal, jetzt ein Tuck-Hold am Boden machen. Dann ist oft die Vorstellung, ja, ich lege mich da jetzt hin. Und dann ziehe ich ganz, ganz, ganz viel mit meinem Bauch und dann habe ich Rumpfspannung. Oder im Umkehrschluss, die probieren das und stellen fest, so, zum Beispiel ist ganz oft die Standardantwort, ich spüre meinen unteren Bauch nicht. Ja. Und so funktioniert es aber dann auch nicht, weil du musst ja wirklich habe ich mit Flo auch in dem Podcast ja noch besprochen, dieses Gleichgewicht finden. Erstens mal auch nur die Spannung zu nehmen, die du auch wirklich brauchst, weil zu viel Ja. kannst du nichts mehr machen, zu wenig geht logischerweise auch nicht. Ja. Ja, aber halt auch, sage ich mal, die Fähigkeit zu haben, dass du da halt Platz schaffen kannst. Und hast du halt nicht, wenn du deine Atmung nicht im Check hast. Ja, das stimmt. Das Also. stimmt. Das stimmt. Das ist ja meine Grundphilosophie auch im CrossFit. Also so komme ich durch die Workouts immer durch. Also für mich am besten in dem Format, wenn ich meine Atmung unter Kontrolle habe, dann habe ich auch einen schönen Rhythmus, Ja. um zu arbeiten. Ist ja, wenn man jetzt mal sich das so ganz objektiv anhört, auch irgendwo logisch, weil nur durch Atmung können wir funktionieren. Wenn die Atmung funktioniert, funktionieren wir. Wenn die Atmung außer Kontrolle geht, Ja. werden wir über kurz oder lang auch nicht mehr funktionieren. Und dann versuche ich immer, meinen Teilnehmern irgendwie klarzumachen, dass sie in den Workouts, wenn sie gerade da doch am ja, ausbelasten sind, dass sie immer wieder sich zurückholen und die Atmung kontrollieren. Und dann kommen sie auch, und das am besten über einen Rhythmus, weil Ja. dann kommen sie da auch schick durch. Ja, dass du auch guten Flow hast. Das Gleiche ist beim Lift ja auch. Also ich hatte das Problem selber auch eine lange Zeit. Ich habe mich immer so, wie soll ich sagen, ich hatte immer Angst, weil die Gewichte immer für mich schwer waren. Also habe ich immer gedacht, ja, jetzt gehe ich irgendwie mit noch mehr Spannung hin und jetzt ziehe ich noch fester an und dann geht es schon irgendwie. Bis ich einfach festgestellt habe, hey, ich pluster mich für Sachen auf, die total, also das war verschwendete Energie. Das ist wie wenn du, ja, weiß ich nicht, haben wir vorher schon gesagt, für einen
Push-Up dich maximal aufbläst und dann feststellst, vor lauter Festmachen hast du eigentlich gar keine Kraft mehr gehabt, tatsächlich dich auch rauszuschießen. Und ja, ja, keine Ahnung, so ist das halt im Umkehrschluss auch. Du kannst jetzt nicht an 100 Kilo Deadlift hingehen und komplett alles locker lassen. Also da einfach dieses wirklich das passende Gleichgewicht zu finden, ist nicht leicht, kriegt man auch immer mit der Zeit halt raus. Aber ja, das ist auch was ich sehe, dass die Leute irgendwie schon die Vermutung haben, ah, das könnte jetzt so schwer sein, dass sie vor lauter Anstrengung dann auch keine Kapazität mehr frei haben. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist richtig. In Pull-Ups ist das auch ganz oft so. Dass sie dann denken, sie müssen ganz, ganz viel anziehen. Ich mache das auch. Wenn ich so einen schlechten Tag habe, wenn die Muscle-Ups nicht so laufen, dann manchmal, da ziehe ich an und stelle ich fest, je mehr ich anziehe, desto weniger passiert eigentlich. Mhm. Und dann mache ich mehrere Versuche und die werden von Mal zu Mal besser, aber einfach nur, weil ich ein bisschen gechillter rangehe. Ja, genau. Stimmt. Ja, ich glaube, jetzt haben wir relativ, haben wir doch noch ein bisschen was gehabt. Ja, genau. Stimmt. Sprecht es uns an, wenn ihr da irgendwelche Fragen zu dem Thema noch habt. Es war jetzt, glaube ich, auch sehr viel Input. Ja, viele Richtungen eingeschlagen. Ja. Lasst euch da von dem Fachausdrücken teilweise nicht so, wie soll ich sagen, beunruhigen, weil wenn ihr da nicht alles versteht, das tun wir auch heute noch nicht, zum Teil bei vielen Sachen, weil dann denkst du, du hast es verstanden und dann schaust du es dir wieder an und denkst dir, aber so und so. Ist auch eigentlich gar nicht so wichtig erstmal. Wichtig ist eigentlich nur, alles macht seinen Job und einfach mal herausfinden, so, warum macht irgendwas nicht seinen Job. Und sich, denke ich, einfach damit dem Thema zu beschäftigen. Ja, genau. Einfach mal so eine Grundidee haben, was bedeutet denn Rumpf eigentlich und was soll das eigentlich in unserem Körper so darstellen. Genau, einfach die Wertigkeit, wenn man sich vor Augen führt, glaube ich, ist schon viel geholfen. Ja, genau, wie gesagt, dann gebt uns Feedback und sprecht uns an, ob es euch geholfen hat. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann wir nehmen dann sowieso nächsten Monat, glaube ich, noch mal einen gemeinsam auf. Mhm. Vielleicht dann mal zum Thema Beckenboden, was wir vorher gesagt haben. Sehr gut. Voll gut, ja. Das haben wir jetzt zu wenig angesprochen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, Freunde. Bis dann. Ciao. Ciao. Bigger they are, harder they fall.